aus meiner Schiffskajüte. Schiffskajüte. Wart ihr schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff? Das hier ist so ein Mini-Cruise-Schiff, die mit uns von Stockholm, also von Schweden, nach Finnland fährt. Und ich finde, wir haben hier eine so geile Suite bekommen, dass wir die unbedingt mal zeigen müssen. Und ich meine erste, ich glaube meine allererste Roomtour mache für euch. Los geht's! So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal, wo unser Zimmer ist, weil das ist nicht... Oh. Das hier hinter mir ist schon ein abgetrennter Bereich für die Premium-Räume. Aber Chris und ich haben den Luxus bekommen, eine der drei Suiten zu kriegen. Jetzt zeige ich euch, wie das daran aussieht. Denn ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Schiff wart, aber da sind normalerweise die Kajüten halt extrem klein. Aber dieses Zimmer hier, ich sag's euch, es ist größer als so einige Hotelzimmer, in denen ich schon war. You can call me stupid. Das ist einfach mal mega groß. Wir haben sogar zwei Fenster. Es gibt hier natürlich Räume, die haben kein einziges Fenster. Und wer chillt dort im Eckchen? Der Chiller! Der Chris halb zwölf. Genießt du die Aussicht? Ja. Ich muss euch das zeigen. Es ist traumhaft schön. Mega schön. Es sieht super geil aus, das Wetter, aber es ist hier ganz schön kühl. Also dafür, dass Juli ist und in Köln ist, glaube ich, heute oder morgen irgendwie um die 30 Grad sein soll. Hier waren es nur 18, glaube ich, heute, ne? Die App sagt hier nur 9, guck mal. Was? 9 Grad, sagt die App? In Köln 24 und hier 9. Es ist ein mega Unterschied. Wir waren eben schon draußen auf dem Deck und das ist so windig, da friert man echt voll ein. Ja, und hier dieser Wohnbereich ist auch voll groß. Wir haben hier unser ganzes Zeug einfach hingeworfen, weil wir sind hier ja nur eine Nacht. Das heißt, es lohnt sich nicht so wirklich für heute auszupacken. Aber wir chillen hier gut. Leben ein bisschen aus unserem Köfferchen. Uns hat man gesagt, dass wir die Minibar plündern dürfen. Oh, hast du schon mal reingeguckt? Ja. Ist gar nicht so viel drin. Vor allem nicht viel Wasser. Ich dachte, da wäre halt ein bisschen mehr Wasser drin. Ist ja nur so eine kleine... Wasserflasche habe ich ja schon genommen. Ach, hast du schon. Krasser Typ, ne? Bierchen und was ist das hier? Das ist ein Vino Spumante. Siljalein. Das ist von denen selber. So, und hier natürlich auch nicht zu vergessen ist das Bad. Aber dazu muss ich sagen, das Bad ist echt das Einzige, was noch relativ klein ist in diesem Zimmer. Wo die jetzt auch die anderen, wir hatten den anderen mal unser Zimmer gezeigt eben. Die meinten, das Bad ist ungefähr gleich groß wie bei denen. Erstmal Licht an. So. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. Ja, alles ein bisschen miniaturiger als normalerweise. Aber alles da, was man braucht, auch ein Föhn. Hier auch Duschgel. Aber das braucht der Chris ja nicht. Ich dusche doch eh nicht. Das habe ich auch gerade gesagt. Ich habe gesagt, was braucht der Chris ja eh nicht. Wenn er doch Deo hat. Und daran merkt ihr, dass das kein Scherz war, weil wir es beide gesagt haben. Ganz selbstverständlich. Ja, ist die Frage, wer hier mehr duscht. Ich glaube, gegenüber Joyce würde ich noch gewinnen. Moment, wenn ihr riechen selbst könntet, riecht mal. Riecht mal. Ja, und, ja, und? Selbst mit einmal im Monat duschen ist immer noch öfter als Joyce. Duschen ist überbewertet und auch schlecht für die Haut. Zu viele Parfümstoffe und gar nicht so gute Sachen in den ganzen Duschgels und Shampoos. Genau, deshalb... Wie oft duscht ihr? Schreibt es deshalb in die Kommentare. Duscht nicht. Gar nicht duschen. Das Schöne ist nämlich bei Chris, und das ist ganz wichtig bei so einer Roomtour, dass der Chris nämlich einen Riesenkoffer hat, der ist größer als mein Koffer, weil bei ihm muss noch sein Kopfkissen aus Köln reinpassen. Ja, ohne sein Kopfkissen kann der Chris nicht schlafen. Deshalb hat er kann er nicht bis halb zwölf schlafen, da schläft er kürzer. Und deswegen hat er seine zwei Kopfkissen, die hier im Bett lagen, schon da hingelegt und sein eigenes... Und das sieht jetzt voll verlümmelt aus, das Ding hier. Ja. Was ist denn daran so besonders, Chris? Oh, das könnte ich jetzt... Ist ein Nackenkissen. Gut für die Wirbelsäule, Halswirbelsäule. Sollte jeder gute Schläfer haben. Genau. Ein traumhafter Schlaf, wirklich. Und integrierter Wecker. Um 11:30 Uhr, zack. Ja, so viel aus unserem Zimmer. Naja, auf jeden Fall haben uns Michael und der Captain mal ein bisschen auf dem Schiff rumgeführt. Und das zeigen wir euch jetzt auch noch. Wart ihr schon mal in Schweden oder in Finnland
Und was war eure Erfahrung? Ich liebe die Landschaft hier und den Himmel mega. Für mehr Reisevlogs gebt einen Daumen nach oben und checkt unbedingt noch dieses Video von unserer Reise aus. Yes! Und dann würde ich sagen, macht's gut und ihr kennt den Spruch. Peace out!